Also hier wohne ich. Ich bin Anna. Ich bin 26 Jahre alt und bin Online-Marketing-Managerin. Ja, Münster hat für mich einfach die perfekte Größe. Ich liebe daran, dass es hier eben diesen tollen Markt gibt. Wir fahren alle hier mit Fahrrädern durch die Gegend und die Menschen sind sehr freundlich. Es sind viele junge Leute da, weil das hier eine Unistadt ist. Meine Freunde würden mich als unternehmungslustig beschreiben. Wir gehen zusammen auf Festivals und auf Konzerte und wir machen auch hier total viele coole Actions. Würden mich auch, glaube ich, als kreativ beschreiben, weil ich immer gerne sehr detailverliebt Sachen plane und ja auch für die Gruppe total viel da mache und ja eben auch sehr viel Herzblut immer in meine Wohnung stecke. Meine Leidenschaft für Interior Design kommt schon von ganz früher. Ich habe mein Zimmer früher ungefähr wöchentlich umgestellt und ja, durch verschiedene Reisen kamen dann auch verschiedene Einflüsse dazu. Ich war in Indonesien und in Kopenhagen für längere Zeit, wodurch sich so ein bisschen mein Stil geformt hat. So, wir sind jetzt in meinem Wohnzimmer und hier starten wir die Roomtour. Hier bin ich gerne nach der Arbeit und entspanne einfach. Und das ist für mich was total Tolles, weil ich vorher in meinen WGs nie ein Wohnzimmer hatte und jetzt eben hier richtig entspannen kann. Ich habe hier im Wohnzimmer besonders darauf Wert gelegt, dass es eben gemütlich wird und man so eine heimelige Stimmung bekommt, aber auch weiter viel mit Pflanzen gearbeitet, damit es sehr natürlich ist. Mein Lieblingsstück in dem Wohnzimmer ist diese Kommode. Die habe ich damals aus Bremen mitgebracht, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Sie kommt vom Antiquitätenhändler und ist mir direkt ins Auge gefallen, weil sie diese wunderschöne schwarze Glasplatte hat und total toll aufgearbeitet wurde. Und diese Kammern hier total cool sind und man da auch ordentlich was verstauen kann. Ein weiteres Teil, was mir sehr gut gefällt, ist dieser Coffee Table. Den habe ich auch online secondhand gefunden und er hat dieses dunkle Glas, was ich total gerne mag, worauf man seine Bücher legen kann und einen schönen Blumenstrauß. Und was auch toll ist, ist, dass er eben zu dieser Lampe hier total gut passt. Die habe ich auch secondhand gefunden und man hat mir gesagt, dass das der sogenannte Space Age Look ist, was ich total witzig finde und wo ich finde, dass es irgendwie auch sehr gut zum restlichen Einrichtungsstil hier passt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, da zeige ich den Raum, wo ich mit meinen Freunden am liebsten bin und wo wir zusammen eine richtig gute Zeit haben. Ich würde meinen Stil in Richtung Mid-Century beschreiben, aktuell. Das gefällt mir richtig gut. Aber allgemein versuche ich sehr viel auf Nachhaltigkeit zu achten. Das heißt, ich versuche viel Secondhand zu shoppen, nicht so viel Dekoration. Es wirkt alles relativ clean und aufgeräumt und das mag ich ganz gerne. Also Nachhaltigkeit ist mir auch in der Wohnung sehr wichtig, weil ich eben sehr viel Wertschätzung für die Umwelt habe und für die Natur habe und ich meine, auch als Konsument kann man schon sehr viel machen und eben durch weniger Konsum und Entscheidungen für gebrauchte Gegenstände oder für eben nachhaltig produzierte Gegenstände, das kann schon sehr viel auch bewirken, auch wenn man quasi klein anfängt da. Hier sind wir jetzt in meinem Arbeits- und Schlafzimmer. Und hier war es mir besonders wichtig, viel mit Pflanzen zu arbeiten, da man dann so ein bisschen eine natürliche Atmosphäre hat, ein bisschen frischer alles wirkt und grüner. Und das liebe ich schon sehr. Ich habe dabei auch darauf geachtet, so ein bisschen was Heimeliges wieder mit reinzubringen und habe dafür ein Bild von meinen Eltern mitgebracht. Das hatten wir schon früher bei uns im Wohnzimmer und ich habe es jetzt hier hängen. Und auch so ein paar Familienbilder noch. Dazu ist es mir auch sehr wichtig, dass mein Schlafbereich ein bisschen abgegrenzt ist, weswegen hier die Vorhänge hängen und man dann wirklich so einen separaten Schlafbereich hat, abgetrennt von der Arbeitswelt. Aber für Homeoffice ist es auch sehr gut, wenn man das hier eben zumachen kann und man einen komplett weißen Hintergrund hat.
Familie bedeutet für mich sehr viel. Sie sind mir super wichtig. Wir sind eine große Familie. Vor allen Dingen mein Bruder und ich sind ein Herz und eine Seele. Und die immer um mich zu haben, auf Bildern oder am besten real, ist auf jeden Fall das, was ich möchte. Der perfekte Tag fängt für mich so circa um 9 Uhr an oder um 10. Man schläft also entspannt aus und wacht dann mit einer schönen Tasse Kaffee auf im Bett. Und danach würde ich vielleicht zum Markt gehen mit meinen Freunden und noch weiter in einen Café schlendern und da noch ein bisschen was trinken und einfach den Tag zusammen genießen und gute Gespräche führen. Hier sind wir jetzt in der Küche und das ist ein ganz besonderer Raum für mich, weil hier sich das Leben abspielt natürlich und hier befindet sich auch das Herzstück, was ganz wichtig ist für mich und meine Freunde, wenn wir hier zusammen sitzen, nämlich die Espressomaschine. Da stehe ich tagtäglich dran und bediene entweder mich selbst oder eben meine Freunde. Also ich trinke super gerne einen Espresso oder einen Cappuccino mit Hafermilch, aber wie trinkt ihr denn gerne euren Kaffee? Schreibt es in die Kommentare. In der Küche bedeutet mir sonst noch diese Lampe sehr viel. Die habe ich mir aus Dänemark mitgebracht. Das ist so ein kleines Designer-Piece und ich bin super stolz drauf. Ich habe mir das gegönnt als Abschluss von einem Meilenstein in meinem Leben und ich liebe das indirekte Licht, was sie gibt und dieses, ja, zeitlose Design einfach. Ganz viel Stauraum bietet mein Spind. Den habe ich auch secondhand gekauft und er war früher im Einsatz bei einer Firma hier im Umkreis. Wir haben den mit sehr viel Kraft hier hingekarrt quasi, der ist super schwer. Und als wir dann den ausgewaschen haben und so weiter, hat sich auch noch eine kleine Überraschung gezeigt. Da waren noch kleine Nachrichten von früher drin aus den 80ern, was ich super witzig finde und was irgendwie nochmal zeigt, dass dieser Spind echt schon viele Leben gelebt hat. Genau, weil aber das natürlich ein bisschen schwierig ist, mit so einem Schrank zu arbeiten und wirklich diesen Stauraum perfekt zu nutzen, da es keine richtigen Regalböden gab, mussten wir selbst eine Konstruktion bauen, haben mein Freund und ich lange überlegt, wie wir das machen und sind auf diese Seilkonstruktion gekommen, da du halt nicht richtig reinbohren kannst in diesen Stahl. Und so kann ich es jetzt perfekt nutzen für alle meine Tassen. So, das war's jetzt von mir. Schön, dass ihr da wart und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren.